Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unserer Tutorial-Serie in KSP2. Wir befinden uns im Missionszentrum und wir haben die Mission Moon Signal, Flucht von Kerbin, einsamer Satellit und ganz schön exzentrisch abgeschlossen. Die werde ich jetzt einmal alle senden und dann kriegen wir sehr viel Wissenschaft dafür. Und dass wir sehr viel Wissenschaft kriegen, ist auch wichtig, denn ich habe einige Sachen im Forschungs- und Entwicklungszentrum, die ich freischalten möchte, damit wir eine ziemlich coole MinMIS-Mission danach schaffen können. Deswegen würde ich sagen, wir akzeptieren hier schnell alle unsere Belohnungen. Und dann gucken wir uns einmal die neuen Missionen an und gehen danach direkt ins Forschungs- und Entwicklungszentrum. Nachdem wir alle unsere Belohnungen eingesammelt haben, sind unsere neuen Primär- und Sekundärmissionen zum ersten der schlechte Empfang. Wir müssen eine Sonde mit einer Kommunikationsantenne in einem Neigungswinkel von 45 Grad in die Umlaufbahn von MinMIS bringen. Und dann haben wir noch die Mission Sekundär-Radgemauschel. Starte ein Raumfahrzeug mit mindestens 4 Rädern. Ich drücke jetzt wieder auf Mission verfolgen, weil ich es mir so angewöhnt habe, aber im letzten Video hat jemand kommentiert, dass das gar nicht nötig ist, das ist nur für mich zum Nachverfolgen. Man schließt die auch ab, ohne dass man sie hier auswählt, was natürlich sehr gut ist. Also man kann es nicht verpassen, die Mission abzuschließen, wenn man vergessen hat, diesen Haken zu setzen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich diese beiden Missionen gerne zusammen abschließen möchte und gleichzeitig diese Mission abschließen werde, während wir uns noch im Orbit, während wir sozusagen in einem Neigungswinkel von 45 Grad um MinMIS fliegen. Werde ich zurück ins Missionszentrum gehen, diese Mission beenden, eine neue Mission bekommen, die höchstwahrscheinlich auch mit MinMIS zu tun hat. Und um uns auf die Mission vorzubereiten, die wahrscheinlich eine Landung sein wird, weil so geht es ja immer. Man muss erstmal irgendwie dahin kommen, irgendwie vorbeifliegen oder ankommen oder in einem Orbit fliegen, wie hier mit einem Satelliten. Und danach kommt meistens die Mission mit dem Landen. Und ich finde, das ist sehr praktisch mit der Radgemauschel-Mission, wo wir ein Raumfahrzeug mit 4 Rädern starten sollen. Das heißt, ich werde einen kleinen Rover bauen für MinMIS. Ich hoffe, wir haben genug Teile dafür, aber das werden wir gleich im Forschungs- und Entwicklungszentrum sehen. Einen kleinen Rover bauen, der auch Platz für einen Passagier hat, denn ich möchte auch einen Kerbel mitschicken, der dann Gesteinsproben nehmen kann von diesem Planeten, damit wir das Maximale an Wissenschaft rausbekommen und gleichzeitig halt auch diese Radgemauschel-Mission ohne irgendwie zu schummeln. Man könnte es auch einfach sagen, ich baue halt 4 Räder an meinen Schrei an meine Rakete ran, dann zählt das auch. Aber wir wollen es ja richtig machen. Wir sind ja in einem richtigen Raumfahrtprogramm. Jedenfalls spiele ich es so und ich will nicht nur die Mission schaffen, sondern ich möchte auch sinnvoll diese Mission schaffen. Deswegen, wir werden dahin fliegen, wir werden diese Mission schaffen. Wir werden einen Kerbel mitnehmen, wir werden einen Rover bauen und dann werden wir mit dem Rover landen und dann wieder zurückfliegen. Wie wir es genau machen, weiß ich noch nicht. Ich habe auch überlegt, die vielleicht einen Docking-Part mit reinzubringen in dieses Video. Müssen wir mal gucken, was die Teile erlauben. Und ich würde sagen, wir haben mehr als genug jetzt über diese Mission geredet und wir gehen jetzt ins Forschungs- und Entwicklungszentrum. Im Forschungszentrum angekommen haben wir 1323 Wissenschaftspunkte zu unserer Verfügung. Und um zum Rover zu kommen, brauchen wir schon mal 930. Und ich hätte dann gerne auch noch die mittleren Starttriebwerke gehabt, um den Mainsail freizuschalten. Das wird leider nichts. Uns fehlen dafür 7 Wissenschaft. Ich glaube, ich schalte trotzdem den Rover schon mal frei. Und dann gucke ich gleich in der Fahrzeugfabrik, ob die Teile reichen, um das zu machen, was ich wollte. Ansonsten machen wir halt doch erst die MinMIS-Mission, wie sie geplant ist, von der Mission. Also einfach nur hinfliegen, eine Sonde hinbringen und fertig. Mission abschließen, dann die Wissenschaft nutzen, um die mittleren Starttriebwerke freizuschalten und gegebenenfalls noch mehr, falls genug Wissenschaft verfügbar ist. Aber ja, den Rover werden wir auf jeden Fall freischalten. Dann haben wir auch endlich die coolen ausfahrbaren Solarsegel. Und ja, 393 haben wir noch. Das sollten wir jetzt nicht verbrauchen. Ich hätte auch mega Bock auf die schrägen Adapter für die Tanks. Damit könnte man die Ariane 6 zum Beispiel nachbauen, die 62er oder die 64er Variante. Aber nur zum cool aussehen werde ich das jetzt nicht freischalten, denn wir brauchen die Wissenschaft. 7 Punkte. Sehr ärgerlich. Wir machen einfach ein Raumschiff, das die Mission schafft, die wir aufhaben, und gucken dann weiter. So, wir stehen vor einer weißen Canvas sozusagen und können etwas ganz Neues bauen. Und ich habe nicht vor, wieder dieselben Raketen wie das letzte Mal zu recyceln, sondern etwas ganz Neues zu bauen. Ich glaube, das könnte etwas dauern, aber ich werde einfach die Kamera laufen lassen und mal gucken, wie ich es nachher zusammenschneide oder ob ich es einfach in Zeitraffer euch alles zeige, je nachdem, wie lange es dauert. Aber dann seht ihr auch mal, wie so ein Denkprozess bei mir aussieht. Und ja, ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde sehr oft durch die Menüs klicken, weil ich die richtigen Teile nicht gleich da finde, wo ich sie erwartet habe. Das ist in KSP2 alles bisschen anders sortiert. Ich habe noch keine Favoriten erstellt, die ich ständig brauche. Dementsprechend, also wundert euch nicht, wenn ich hier wüst durch die Gegend klicke. Das wird hoffentlich besser im Laufe der Spielzeit. Und ja, ich würde sagen, ab in den Zeitraffer. Thank you.
Ja, hier haben wir einen kleinen Prototypen für einen Satelliten, der sowohl Strom erzeugen kann, eine kleine Batterie hat, um noch mehr Strom zu speichern, und dann auch eine Antenne hat. Damit sollte er auf jeden Fall alles erfüllen, was die Mission von uns möchte, für die Sekundärmission mit dem 45-Grad-Orbit. Dann habe ich noch einen kleinen Rover-Sitz hier oben draufgepackt. Das heißt, unser Pilot der Hauptrakete, die ich gleich weiterbauen werde im Zeitraffer, wird ein EVA durchführen, dann in diesen Rover-Sitz Platz nehmen und dann mit diesem Satelliten zumindest fliegen, dort landen, Wissenschaft aufsammeln und ja, dann wieder zurückkehren. Und dann per EVA der Pilot zurück in seinen Raumschiff steigen und mit den Erdproben oder mit den Minmis-Proben zurückfliegen. Deswegen wollte ich euch kurz erklären, was ich hier gebaut habe. Es ist ein sehr, sehr leichter Satellit. Er wiegt gerade mal 0,64 Tonnen, weil ich nur die XS-Teile benutzt habe. Und er hat sogar noch ein Schubkraftgewicht mit nur 50% Schubbegrenzung, um hier auf Kerbin abzuheben. Also wir könnten sogar hiermit jetzt starten. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig. Ich habe ewig nichts Kleines mehr gemacht und ich dachte, wir werden jetzt einfach mal was Kleines bauen. Ich gucke mal, ob ich irgendwie eine schöne Luke oder Frachtcontainer finde, wo ich ihn reinpacken kann. Und ja, das werdet ihr gleich alles im Zeitraffer weitersehen. Ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen, was ich hier wirklich gebaut habe. Und ihr nicht einfach so überfahren werdet, wenn es plötzlich nachher im Orbit passiert. Und da ist unser Minmis-Lander auch schon fertig. Ich werde ihn jetzt mal umbenennen in den Minmis-Mini-Lander, ohne die 1, weil es hoffentlich die einzige Rakete bleibt, die wir in dem Sinne bauen. Ja, also eigentlich nur eine einfache Trägerrakete, die mittlere großen Metalox-Tanks, dann dazu vier Festtreibstoff-Booster. Damit erreichen wir eine Schubkraft von 1,725. Das ist mehr als ausreichend. Und wir haben auch wieder viel zu viel Delta-V eingepackt. Ich denke, wir werden nachher noch 2000 Meter pro Sekunde hoffentlich überhaben. Wobei ich weiß gerade nicht genau, ob die Delta-V des... Ah, das ist natürlich... Ich muss euch das Staging nochmal angucken. Nicht, dass ich versehentlich das falsche stage hier. Und ja, wie ihr gesehen habt, im Zeitraffer hier drin steckt jetzt unser Lander. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich selbst habe es noch nie gemacht. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Reaktionsrad reinpacken. Also ein paar kleine Änderungen mache ich noch und dann sehen wir uns gleich auf der Startrampe. Ja, kleines Heads-up, um ein extra kleines Schwungrad zu bekommen, müssen wir auch die Präzisions-Aerodynamik erforschen. Das brauchen wir, damit unser Lander auch einigermaßen gut steuern kann. Deswegen werden wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Wissenschaft ausgeben. Das bedeutet ja nur, wir müssen mehr Wissenschaft verdienen, um dann endlich die mittleren Starttriebwerke freischalten zu können. Aber nicht, dass ihr euch wundert, wo sind die 393 Wissenschaft hin? 230 davon gehen jetzt in die Präzisions-Aerodynamik. Wir sind auf der Startrampe und prüfen als erstes, ob wir auch wirklich nur einen Kerbal dabei haben. Das ist der Fall. Wir haben Tim C. Kerman diesmal als Piloten dabei. Er sollte in der Kapsel sein. Wir können mal vorsichtshalber den Laderaum öffnen, ob er wirklich keiner auf dem Rover sitzt. Und da ist frei. Das ist sehr gut. Alles so, wie es geplant ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen die Anordnung der Startsequenz geändert. Wir werden erst alle unsere 5 Booster, unsere 4 Booster und unser Haupttriebwerk starten. Und kurze Zeit danach, nachdem wir eine erfolgreiche Zündung hatten, dann die Klammern lösen. Damit verhindern wir ein mögliches Absanken der Rakete. Ja, dann geht es einfach ganz normal nach unten nach oben. Und ich würde sagen, ich zeitraffere euch in den Orbit von Kerbin. Wir treffen uns dann, wenn es darum geht, wie man Minmis interceptet bzw. erreicht. Thank you.
Nach einem ziemlich ineffizienten Start befinden wir uns jetzt in Orbit von Kerbin. Warum ineffizient? Ihr habt es vielleicht gesehen, ich bin viel zu gerade gestartet. Ich habe mich viel zu sehr darauf konzentriert, wie cool die Booster sich abgetrennt haben und wollte das unbedingt für die Kamera sozusagen cool aufnehmen. Habe ich gemerkt, oh scheiße, wir sind schon bei 80.000 Apoepsis. Upsi. Aber egal, wir haben genug Delta, um solche Fehler uns erlauben zu können. Natürlich wäre es optimaler gewesen, wieder den Gravity Turn zu nutzen oder die Anziehungskraft zu nutzen, um in eine bessere Parabel zu starten. So, wir sind hier angekommen, möchten jetzt natürlich zu Minmis. Ich habe Minmis schon mal als Ziel gesetzt. Das geht, indem ihr hier Rechtsklick drauf macht. Ich mache es von vorne. Ihr macht hier auf Minmis, Rechtsklick, Ziel setzen, zack, dann ist es euer Ziel. So könnt ihr es mit allen anderen Teilen machen. Ihr könnt auch hier dieses Default Name als Ziel setzen. Aber ja, wir wollen jetzt zu Minmis. Wenn wir jetzt an unseren Orbit zoomen, sehen wir hier schon diese beiden Linien, die neu eingezeichnet wurden, die gestrichelten. Und unsere aufsteigende und absteigende Knotenpunkte sind bei minus 6,7 respektive plus 6,7 Grad. Das bedeutet, Minmis befindet sich nicht auf der gleichen Umlaufbahn wie wir. Also jedenfalls ist die Umlaufbahn von Minmis ist gekippt. Und das ist dasselbe, was ich letztens schon erzählt hatte. Wenn wir eine Landung machen und uns einen Punkt aussuchen wollen, dann legen wir uns hier diese Bahn übereinander. Und jetzt gucken wir mal. Ja, wir sehen ja da schon, Minmis ist ganz und gar nicht auf unserer Bahn. Ich zoome jetzt mal so weit raus, dass wir beide Minmis-Linien sehen. Und das hier ist der Winkel, in den sich Minmis dreht. Ich zoome jetzt mal wieder ran. Und da seht ihr anhand dieser Linie, dass ihr hier ja die vordere Linie und die hintere Linie seht, das sind 6,7 Grad Unterschied. Das ist dieses geneigte des Orbits. Jetzt wäre es am effektivsten, erstmal in Richtung Minmis zu fliegen. Das macht man, indem man sich wieder anguckt, wo fliegt Minmis lang. Die hellere Linie ist der zukünftige Weg. Und Minmis ist auch noch nicht so weit entfernt. Deswegen kann man hier wieder gut Pi mal Auge fliegen und sagen, ich gebe dem mal so 90 Grad des Kreises. Das ist ein guter Ansatz. Das wäre genau hier auf dieser Linie. Die Knotenpunkte sind tatsächlich auch immer genau auf den 90 Grad Markern der Ellipse. Das ist sozusagen genau da, wo dieser Orbit tatsächlich auf einer Ebene ist mit dem Minmis-Orbit. Ich zoome mal ein bisschen raus. Wenn wir die jetzt mal alle übereinander legen, ist das der Punkt, wo Minmis, so jetzt bin ich drauf, der Orbit von Minmis, der ja so in der Bahn liegt im Vergleich zu uns, der sozusagen gerade da drauf steht, ist an dieser Stelle, wenn wir die beiden Orbits übereinander legen würden, in eine 2D-Linie, also genau da, wo ich jetzt mit der Maus drauf bin, genau hier, da treffen sich die beiden Orbits und kreuzen sich sozusagen. So ein Kreuzprodukt bilden wir da. Und das ist der effizienteste Punkt, um mit Antinormal und Normal seine eigenen Winkel anzupassen, den Orbit sozusagen anzupassen. Sollte man meinen. Jetzt gilt aber auch noch, wir möchten ja ziemlich weit rausfliegen. Und dementsprechend habe ich euch vorher schon erzählt, wenn man eine Änderung erzielen möchte, ist diese Änderung immer effektiver, je weiter man sozusagen von der anderen Stelle entfernt ist des Orbits. Also je größer der Orbit, desto mehr Einfluss hat ein Burn. Also das kann ich, glaube ich, mal einmal ganz kurz hier zeigen. Wenn ich jetzt einmal Vollgas hier hingebe und dann hier hinten an der Apoapsis, die jetzt bei 15.962, ein zweites Manöver mache, dann sehen wir ja, das hat mich jetzt 854 Delta V gebraucht, um die Apoapsis 15 Kilometer rauszudrücken von 100 Kilometer. 15.000 Kilometer von 100 Kilometer rauszudrücken. So, mal gucken, wie viel Delta wir jetzt brauchen, um die Periapsis zu verändern. So, ich müsste mir jetzt hier angucken können, nicht die hier. Ihr seht hier unten diese Zahl, die ändert sich nicht wirklich. Also ich ziehe und ziehe und... Ja, das ist nicht das richtige Manöver. Wie kann ich denn euch jetzt anzeigen, wie viel dieses zweite Manöver an Delta V braucht? Ja, dafür weiß ich wieder KSP 2 zu wenig. Ja, das ist jetzt natürlich ein richtig ungünstiges Beispiel, weil ich nicht weiß, wie ich zum zweiten Manöver springen kann, um euch hier zu zeigen, wie viel Delta V mich das Manöver kostet. Kann ich das hier sehen, wenn ich da raufklick? Nö, auch nicht. Rechtsklick. Was ist der grüne Kasten? Oh weia. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das war ein schlechter Versuch, euch das darzustellen, aber ihr habt es in anderen Videos ja schon gesehen. Die Apoapsis ist der beste Punkt, um die Periapsis zu erhöhen. Das heißt, wir würden jetzt nicht mehr 854 Delta V brauchen, um die Periapsis auch auf die gleiche Höhe zu bringen, sondern wesentlich weniger. Und mit diesem Gedankenspiel, das ich euch gerade versucht habe darzustellen und leider nicht gekonnt habe, weil ich mit der Steuerung von KSP 2 noch nicht ganz klar komme, macht es dann ja auch mehr Sinn, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir fliegen jetzt hier in Richtung Minmis. Minmis ist hier draußen, das ist jetzt der Mond, den wir erreicht haben. Sehr ungünstig. Jetzt gehe ich mal hier so ein bisschen, ich versuche zu greifen. Hallo, ich möchte diese... So, ich greife den Punkt, mit dem wir losfliegen. Ich versuche mal nicht, den Mond zu treffen. So, und jetzt bremse ich nochmal ein bisschen und wir können uns hier mal angucken. Das ist der Punkt unserer ersten Begegnung mit unserem Ziel. Das ist der Punkt unserer zweiten Begegnung mit dem Ziel. Das bedeutet, wir fliegen auf der helleren Kreisseite hier, auf der hellgelben Linie und treffen dann hier in einer Entfernung von 72 Kilometern zu unserem Ziel, was in dem Fall Minmis ist, auf unser Ziel. Und nachdem wir den Orbit beendet haben, ist Minmis dann ja hier schon weitergeflogen und kommt tatsächlich dann hier an, wenn wir sozusagen auf dem Rückweg von unserer Apoapsis in Richtung Kerbin wieder sind. Und dort haben wir eine Entfernung von auch 77 Kilometer. Das bedeutet, dass wir an beiden Stellen Minmis gut intercepten könnten. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil das Interessanteste ist jetzt, dass wenn wir uns hier jetzt sozusagen vorstellen, wir möchten hier am unseren zukünftigen absteigenden und aufsteigenden Knotenpunkt, der dann, es ist schwierig darzustellen in dieser Ebene, höchstwahrscheinlich irgendwo hier, ist das ein neuer Punkt? Haben sie mir hier einen neuen eingezeichnet? Ja, hier ist er, Tatsache. Wenn wir hier ein weiteres Manöver erstellen, da kann ich jetzt wieder die Delta V nicht ansehen. Das ist echt nicht so cool, dass ich das gerade nicht weiß. Ich musste mal... Auf jeden Fall, wenn wir hier normal burnen, dann verändern wir unseren Orbit sehr viel effizienter, als wenn wir das an anderer Stelle tun. Ich weiß jetzt auch schon wieder nicht, warum diese Entfernung sich nicht ändert. Sie sollte sich ändern. Hat sie sich geändert? Ja, wir sollten uns jetzt ja annähern. Ja, wir nähern uns an. Sehr, sehr gering. Das ist eigentlich schon zu viel, meiner Meinung nach. So. Und dann muss ich nochmal an unserem Hauptmanöver sozusagen rumschrauben. An dem Erstmanöver, das bis jetzt nur Prograde ist. Um mal zu gucken, ob wir... Wahrscheinlich müssten wir langsamer fliegen. Ja, wenn wir langsamer fliegen, nähern wir uns Minmis an. Und sollten denn jetzt gleich... Wenn dieser Punkt sich hier noch weiter annähert, eine Interception hat. Ach, das funktioniert bestimmt mit den zwei Manövern nicht. Ja, KSP2. Wir löschen dieses Manöver hier. Ich möchte dieses Manöver löschen. Und da es ein Beginner-Tutorial ist, lassen wir es jetzt auch möglichst effizient zu machen. Wir machen es jetzt einfach ganz anders. Wir löschen auch dieses Manöver nochmal, gehen nochmal an den auf den aufsteigenden Knoten, die Ascending Node, aufsteigender Knoten. Ich finde schön, dass es hier übersetzt ist, die AN, aufsteigender Knoten, das passt ja noch, und die DN, absteigender Knoten, mit DN, naja, Descending Node, ist halt Englisch. Aber wenn man es übersetzt, dann kann man es auch ganz übersetzen. Naja, Manöverplan, dann machen wir einfach jetzt hier unseren Normalburn und gleichen unseren Antinormalburn und gleichen unseren Winkel an, bis wir bei ziemlich genau 0 sind. Das hat ja nicht so super funktioniert. Bin ich schon überschossen? Ja, ich bin überschossen. Die haben sich ihre Position... Ja, bin ich nicht. Machen wir auf 0,3. Das ist auf jeden Fall auch ausreichend für das, was wir vorhaben. Vielleicht war ich auch nicht perfekt auf der... Ja, ich war nicht perfekt drauf, glaube ich. Hier können wir 0,2 kriegen. Hier können wir 0,1 kriegen. Wenn sie sich perfekt drehen, dann sollte es eine 0,0 sein. Genau wie Apoapsis Periapsis, der Moment, wo sie anfangen, sich zu drehen und genau bei 180 Grad sozusagen sich gegenüberstehen. Das machen sie die ganze Zeit. Wenn sie genau 90 Grad beide gedreht sind, dann erreicht man sozusagen die 0 Grad. Bei Apoapsis Periapsis den perfekten Kreis und so weiter. Und mich ärgert das echt, dass ich das jetzt hier mit dem Manöver nicht besser darstellen konnte. Ich versuche das wirklich rauszufinden, wie das geht. Falls ihr wisst, wie man die Delta V des zweiten Manövers findet, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten werde ich mal die nächsten Tage versuchen, das rauszufinden.
Oder vielleicht geht es auch noch gar nicht, weil das ist ja schließlich noch ein Early Access Game. Und jetzt machen wir 260 Delta V, um dieses Manöver zu fliegen und dann unsere Orbit anzupassen. Und dann ist es in dem Moment auch einfacher für uns sozusagen rauszufinden, ob das, was ich gerade geplant habe, tatsächlich gut genug gewesen wäre, um Minmis zu treffen. Ich bin der Meinung, ja. Aber jetzt müssen wir zwei einzelne Manöver machen. Wir sind ausgerichtet Richtung des Manövers. Das Ganze dauert noch sehr, sehr lang, weil wir noch eine sehr, sehr fette Rakete haben. Aber diesen Teil werfen wir ja demnächst ab und dann werden wir sehr viel agiler sein. Und ich denke auch, dass ich... Nee, ich mache keinen Zeitraffer. Ich habe kurz überlegt, ich mache einen Zeitraffer, aber jetzt nehme ich euch mit auf die Reise. Ich meine, zumindest sind wir noch nie geflogen und dann kann ich das ganze Event hier auch mal zeigen. Und da kommen wir an beim Manöver. Ich spule noch mal ein bisschen weiter vor. Noch mal ein bisschen vorspulen. Ungeduld. 3, 2, 1 und Start. 13 Sekunden, dann sollte es passen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Ende. Und es hat noch nicht ganz gereicht. Ich mache noch ein Stück weiter. Ah, es hat, wir haben schon übertrieben. Will ich das jetzt ausgleichen? Nö, ich will das jetzt nicht ausgleichen. Ganz ehrlich, das mache ich nicht. 0,2 Grad sind mehr als ausreichend, um die Sphere of Influence, den Einflussbereich von Minmis, zu erreichen. Jetzt müssen wir eigentlich wie beim Mond nur noch an der richtigen Stelle vorwärts fliegen. Und ja, wie schon gesagt, circa 90 Grad wird Minmis zurücklegen in der Zeit, bis wir dort ankommen. Leider ist der Mond auch schon wieder auf dem Weg, also wir müssen aufpassen, dass wir den Mond nicht erwischen. Theoretisch wäre der Mond praktisch, wir könnten Gravity Assist machen, aber ich finde, dafür ist es noch zu früh in diesem Tutorial. Ich denke, Gravity Assist werden wir vielleicht uns zunutze machen, wenn wir zu anderen Planeten fliegen. Und ja, schauen wir mal. So, ist das noch unser Ziel? Ich bin auf der falschen Seite. Ich habe die dunkle Linie. Das ist auch noch. Bei KSP 1 ist es, glaube ich, genau andersrum. Die dunkle Linie ist das, wo es hingeht. Und die helle ist da, wo man gerade war. Was für mich, glaube ich, auch mehr Sinn macht. Oder jedenfalls habe ich so im Kopf, dass es so war bei KSP 1. Irgendwie ist es in meinem Kopf so hängen geblieben. Aber das Gute ist, so ist der Mond uns jedenfalls nicht im Weg. So. Ach, wir haben direkt einen Encounter. Das war einfach und wir müssten auf einer polaren Ebene, wir können es ja mal hier, wenn ich es zentriere, wir müssten über Minmis entlang fliegen, da wir eben noch diese 0,2 Grad unterschiedlichen, diese 0,2 Grad, ja, Winkelverschiebung sorgt jetzt dafür, dass wir sozusagen oberhalb ankommen, aber es sieht ja schon fast nach 45 Grad aus und ich glaube, wir sollen 45 Grad haben. Bringe eine Sonne mit einer Kommunikationsantenne in einem Neigungswinkel von, ich muss hier zoomen, scrollen, von 45 Grad, ja. Wenn wir hier uns wieder die 90 Grad Linie denken, beziehungsweise die 0 Grad, dann haben wir hier gerade hoch nach oben in Richtung Nordpol ist 90 Grad und 45 Grad ist genau das, wo unser Orbit ist. Das heißt, wir könnten die Mission wahrscheinlich schon abschließen, sobald wir nur hier den Orbit perfektionieren. Also dieses Manöver werden wir ausführen. Und wir sind gerade wieder auf der dunklen Seite, da sieht man nicht so viel. Ich würde gerne vorspulen. Ich weiß aber auch nicht, wie man hier den Physic Warp oder den Physik-enabled Vorspulen anschaltet. Man kann ja mit Komma und Punkt, glaube ich, oder Komma und M. Ich probiere es mal kurz aus einfach. Ja, Komma ist langsamer werden und Punkt ist Vorspulen. Kann man es hier ändern. Und ich weiß, dass es irgendeine Tastenkombination gab, um das in Physic Warp zu machen. Das heißt, dass die Rakete sich weiter bewegt, weil wenn ich jetzt warpe, seht ihr hier, bewegt sich der Punkt nicht mehr weiter. Und mit Physic Warp wird es eben gehen. Das heißt, wir könnten mal 4 als Maximalgeschwindigkeit nehmen und unsere Rakete dann drehen lassen. Aber wir sind jetzt auch noch am Punkt angekommen. Ich habe wieder gut geredet, um die Zeit zu überbrücken. Ja, ich würde sagen, reden fällt mir leichter als reden und spielen gleichzeitig. Und ja, ich spule nochmal vor, damit wir das Manöver ausführen können. 900 Delta V brauchen wir. Oh, fuck. Ja, da hat sich meine Ungeduld mal wieder nicht ausbezahlt gemacht. Mal gucken, ob wir immer noch so einen guten Encounter mit Minmis kriegen. Aber ich denke mal, ja. Ich denke, ich werde das Manöver jetzt auch einfach... Nö, ich werde es noch nicht löschen. Ich werde es einfach ausführen, so wie es ist. Und dann gucken wir mal kurz, bevor wir hier anhalten sollen. Ich würde sagen, so 2 Sekunden vorher.
stoppe ich das Ganze und guck mal, wie unser tatsächlicher Orbit aussieht. Ich spule noch mal ein bisschen vor. Das geht zum Glück auch, während wir burn. 2, 1, 0. Ja, man sieht, dass ich an einem schlechteren Punkt gestartet bin mit dem Burn. Deswegen brauchten wir jetzt ein bisschen mehr. Ich lösche das Ganze und fliege weiter in diese Richtung. Und da haben wir unser Sphere of Influence Change. Ich guck mal, wie das aussieht. Dafür gehe ich einen Rechtsklick auf Zentrieren. Und unsere Min-Miss Periapsis kommt immer noch im 45-Grad-Winkel, diesmal auf einer Höhe von 70.000 Meter. Wenn ich jetzt beschleunige, müssten wir ein bisschen näher rankommen. 50.000 fände ich schön. Ja. Nein. Ich hätte die Schubkraft vorher verändern sollen, so auf 5-1%, damit mir das nicht passiert. Weil, wie gesagt, jetzt ist wirklich jede kleinste Änderung hier an dieser Position hat eine riesen Auswirkung auf unsere Zielposition. Deswegen mache ich jetzt mal hier einfach ganz entspannte 4%. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich nochmal an. Lief wieder nicht so rund, wie ich mir das vorgestellt habe, aber seht's mir nach. KSP2 hat noch ein paar, ich sag mal, Feinheiten, die ich lernen muss. Oder die vielleicht auch einfach noch gar nicht gehen. Das weiß ich nicht. Sind wir ausgerichtet? Jo, ich bremse jetzt wieder ein bisschen. Wie ihr seht, ich habe jetzt den Engine sehr, sehr weit runtergeschraubt. Das heißt, ich habe jetzt viel mehr Feingefühl. Und bin hier ja auch nur auf 10%. Also wir sind bei 10% von, von 10%. Also sehr, sehr wenig. Ich habe wieder viel zu lange gemacht, weil ich geredet habe. Egal, wir fliegen jetzt bei 300.000 da rein. Ich habe mehr als genug Delta-V, um das dann noch zu ändern. Und dann sind wir gleich auch schon auf dem Weg zu Min-Miss. Ich spule mal bis hier hinten vor. Beziehungsweise eigentlich kann ich uns auch schon in Min-Miss hineinspulen. Das wäre hier gewesen. Oder? Nee, das passiert jetzt gleich. Ich müsste jetzt gleich bei Min-Miss eintauchen. Nein, hier. Irgendwas stimmt heute mit mir nicht. Was habe ich denn eben für eine Linie gesehen? Haben wir jetzt. So, jetzt drücke ich Punkt, um vorzuspulen. Wir fliegen sehr, sehr langsam. Deswegen, ja, obwohl wir jetzt schon bei 10-fach sind, kaum Bewegung da. Also gehen wir auf 50-fach, gehen wir auf 100-fach und nähern uns der Sphere of Influence 1000-fach. So, und jetzt sind wir bei Min-Miss angekommen. Und ja, ich weiß, ihr wollt alle Min-Miss sehen. Das werde ich gleich machen, wenn wir hier sind. Dann werden wir aus der Außenansicht spielen. Ich könnte den Haupttank abwerfen. Wir haben so viel Treibstoff über. Aber vielleicht können wir den Treibstoff mit der anderen. Also wir haben jetzt ja noch, wir sind immer noch mit der Unterstufe unterwegs. Wir haben noch die komplette Oberstufe, die auch nochmal 2000 Delta V hat, glaube ich. Plus der Lander mit 1600, glaube ich. Also ja, wir können mehr als genug machen. Ich hole jetzt erstmal die Wissenschaft aus der hohen Umlaufbahn. Das sollte jetzt schon fertig sein, denke ich. Ich gucke mal in die Wissenschaftsforschungsinventar. Proben, Daten, Min-Miss Lander. Warum hat er jetzt laufendes Experiment? Wo sehe ich denn, wann das Experiment beendet ist? Spiel. Ich habe das Spiel pausiert scheinbar. Dann wird es natürlich nicht beendet. Wow. So. Ja, wir können schon mal Richtung Retrograde rückwärts drehen. Wir möchten an diesem Punkt gleich rückwärts fliegen und bremsen. Und dann fliegen wir in ein. Ja, ich werde jetzt hier so lange bremsen, bis die Apoapsis sich gedreht hat und hier die neue Periapsis ist. Und die werde ich auf ungefähr 30.000 bringen. Ich glaube, unter 30.000 ist Low Min-Miss Orbit. Und Min-Miss hat auch eine wesentlich geringere Anziehungskraft als der Mond. Das werdet ihr sehen, wenn wir landen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Manöver. Deswegen, ich würde Min-Miss eigentlich Anfängern als erstes empfehlen. Gar nicht zum Mond fliegen, wie es die Mission vorschlagen, sondern tatsächlich zu Min-Miss. Jedenfalls war es in KSP-1 immer so. Jetzt würde ich tatsächlich zuerst zum Mond fliegen, einfach weil ihr dann die Wissenschaft aus den Missionen bekommt, die euch wirklich sehr nützlich ist, um dann auch andere Ziele zu erreichen. Aber ja, warum ich Min-Miss zuerst empfehlen würde, ist, weil Min-Miss eben so viel weniger Anziehungskraft hat und dieser Winkel des Orbits, den vorher anzupassen, das ist wirklich nicht so schwer.
Und das ist eigentlich die einzige Herausforderung, Mimis zu erreichen. Ich weiß, einige Spieler sind am Anfang da, machen das wie beim Mond, einfach nur rechtläufig brennen, bis man den eigentlich intercepten müsste und fragt sich, wieso kriege ich nie einen Encounter mit Mimis? Dann liegt es halt daran, dass man vergessen hat, seinen Winkel vorher anzupassen. Aber wenn man das gemacht hat und verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist Mimis so viel einfacher, das erste Mal drauf zu landen. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, vor Mimis keine Angst zu haben, denn die braucht man wirklich nicht. 3 Minuten 13 brauchen wir für den Burn. Ja, ich weiß auch warum. So eine Scheiße. Mit 4% dauert das natürlich seine Zeit. So. Das war die Mission mit der Sonde in der Umlaufbahn. Das haben wir jetzt geschafft. Das heißt, die 45 Grad sind tatsächlich erfüllt. Ich lösche das Manöver mal hier. Ist nämlich Quatsch, wenn wir uns das mal so angucken. Weil ich hatte ja mit 3% Kraft. Also ja, unser Orbit ist scheinbar per 45 Grad um Minmis, so wie ich vorher gesagt habe. Wenn man das Ganze mal sich anguckt, das hier ist sozusagen 0 Grad, die wir jetzt haben. Und wir sind gut genug auf 45 Grad, damit wir diese Mission abschließen. Und leider haben wir keine 4 Räder dabei. Aber vielleicht baue ich einfach in der nächsten Folge mal ein Flugzeug. Den Flugzeug haben wir noch nicht gesehen. Aber ich muss weiter rückwärts fliegen. Ich lasse mich schon wieder ablenken hier. Ich möchte die Periapsis auf unter 50.000 bringen. Diesmal achte ich darauf, dass ich nicht zu viel burn. Und stopp, stopp, stopp. Ich will auf... Ah ne, unter 30.000 war das. Sorry. 26.000 Meter, das hört sich sehr gut an. Ich würde sagen, da spulen wir doch gleich mal hin. Ich richte mich jetzt einmal kurz rechtläufig aus, weil ich weiß, dass ich gleich rückläufig brennen möchte, wenn ich da angekommen bin. Und dann haben sich diese beiden Positionen nämlich geändert, weil wir ziemlich genau 180 Grad des Orbits zurückgelegt haben. Da muss ich nicht extra Manöver erstellen, um mich jetzt zum Manöver auszurichten. Und ich möchte den Tank wirklich loswerden. Ich werfe ihn gleich einfach ab. Einfach, damit wir auf dieses Drehen nicht so ewig lange warten müssen. Und ich habe schon noch ein zweites mit dem Satelliten verbaut, haben wir insgesamt 3 Rotationsräder, elektrische Rotationsräder. Vorsprung zu Punkt, wenn wir da ankommen, bitte Retrogate. Sehen wir hier nämlich der rechtläufige Punkt wandert mit unserer Position einher und wir sind dann gleich in Richtung rückläufig gedreht. Einfach weil die beiden sich auf genau 180 Grad des Orbits um 180 Grad auf dem Nephboy bewegt haben. So, wir sind bei 20.000 Meter Höhe und ja, ihr werdet gleich alle Minmis sehen, aber ich werde, glaube ich, erst zu Minmis schalten, wenn wir auf der hellen Seite sind, damit ihr auch Minmis in seiner ganzen Pracht seht. Und jetzt gucken wir uns mal die Apoapsis an. Ja, ein bisschen zu früh brenne ich jetzt. So, ich bringe beide unter 30.000. Effektiver wäre es, wenn ich jetzt nochmal bis hier hinten vorspule. Und dann sind wir auch gleich auf der hellen Seite des Planeten. Des Planeten, des Mondes, des zweiten Mondes von Kerbin Minmis. So, dreh dich noch einmal rückläufig, dann werfe ich den Tank ab. Ich habe keine Lust mehr, dass wir uns hier stundenlang drehen. Ja, das ist auch gut genug. So, 27 und 19.000, das hört sich schon sehr, sehr nett nah an. Und bevor ich jetzt die Kamera wechsle, fliegen wir auf die helle Seite von Minmis. Vorspulen zu Punkt. Wir haben auch schon neue Wissenschaft. Die mache ich einfach schnell, während wir Vorsprung geht das zum Glück auch. Wir sind nämlich jetzt in der niedrigen Umlaufbahn. Hätte ich erwartet. Ja, niedrige Umlaufbahn. Und ja, ich kann auch mal das Ziel jetzt hier löschen. Dann werden wir jetzt das erste Mal Minmis sehen. Und wir sehen, es ist immer noch grünlich, aber leider nicht mehr das schöne Grün von Mint-Eis, was Minmis im ersten Teil war. Da haben die Kerbals angenommen, dass Minmis aus Eis besteht, und zwar aus Minz-Eis. Und das ist leider in diesem Teil nicht mehr so. Ich glaube, er besteht jetzt zu großen Teilen aus Glas. Das ist, glaube ich, jetzt die Erklärung, wieso Minmis so grün aussieht. Und ja, wie versprochen, werfe ich jetzt den Tank ab. Dann sind wir im Upper Liquid Propulsion Module, dem ULPM heißt das, oder einfach nur Upper Stage, Oberstufe, wie man es gerne nennen möchte. Ich werde jetzt ein kleines Stück boosten, um uns ein bisschen zu separieren. So, dann diesen Tank möchte ich nicht wiedersehen. Und ich habe auch meine... Das werde ich euch gleich erzählen. Ich habe meine Tasten gerebindet. Ich kann jetzt auch zwischen
Raumfahrzeugen etc. mit der Backspace-Taste zu vorwärts springen und mit der ja, Apostroph-Taste links neben der Backspace-Taste gehe ich ein Raumfahrzeug zurück. Also ja, Backspace vor und die andere Taste zurück, auch wenn es ein bisschen kontraintuitiv anhört. Was unser Plan jetzt ist, ist ja Minmus zu belanden. Und wir haben jetzt ja Mission abgeschlossen. Ich glaube, auf Minmus zu landen wird eine Mission sein. Dementsprechend geht es jetzt als allererstes zurück in das Missionszentrum. Das mache ich jetzt auch einfach so ohne Cut. Das sollte relativ schnell gehen. Und wir haben den schlechten Empfang geschafft. Mal gucken, was die nächste Mission bringt. Jupp. Danke, Wissenschaft. Wir haben ein kleines Dickerchen. 200 Tonnen, das werden wir nicht mehr schaffen. Das hätte ich schaffen können, wenn wir den Haupttank nicht abgeworfen hätten. Nee, der hat auch der keine 200 Tonnen gewogen. Orbit von Kerbin. Die Mission könnten wir gleich schaffen, wenn wir uns wieder... Ja, wenn wir uns auf dem Rückweg befinden. Und wir sollen das Minmus-Monument finden. Finde die Quelle des geheimnisvollen Signals auf der Oberfläche von Minmus. Das ist jetzt das Ziel, was wir in dieser Mission auch noch abschließen werden. Wir machen nicht ein Ziel, wir machen nicht zwei Ziele, nein, wir machen drei Ziele auf einmal. Dafür geht es zurück in die Ortungsstation. Und dann suchen wir hier Minmus. Da ist der Minmus Lander 3. Den möchte ich steuern. Das sollte das Richtige sein. Das andere war wahrscheinlich der Debris, unser Haupttank, den wir abgeworfen haben. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn das Signal? Befinden wir uns schon auf einer guten Umlaufbahn? Nö, überhaupt nicht. Aber wir haben ja mehr als genug Delta V, um das Ganze zu ändern. Unser Ziel ist hier oben. Das kann ich also nicht anwählen. Dann gehe ich einfach mal so davon aus, dass wir, egal an welchem Ort, ich gehe jetzt zwischen Minmus, Periapsis und Apoapsis, weil es da einfach am effektivsten ist, antinormal und normal zu brennen. Ich möchte unseren Orbit drehen, bis er... Ja, das wird sich auch wieder... Wir müssen das nicht so spät machen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich besser, weil wir fliegen ja in die Richtung der hellen Linie. Das darf ich nicht jedes Mal verwechseln. So, warum bin ich auf Minmus zentriert? Ich möchte auf dem Lander zentriert sein. Okay. Ich möchte auf Minmus zentriert sein. So. Und dort möchte ich jetzt nicht normal, sondern scheinbar antinormal brennen. Damit wir hier eine Überschneidung bekommen. Und dann muss ich auch noch ein bisschen... bremsen wieder, weil wir ja sehr viel Energie einsetzen. Dann können wir hier noch ein bisschen zurückgehen. Hier noch ein bisschen beschleunigen. Und dann sieht das doch gut aus. Mit 137 Delta V werden wir unseren Orbit so drehen. Um in dieser Episode noch rauszufinden, was uns das mysteriöse Minmus-Monument denn eigentlich sagen möchte. Wir sind jetzt auch viel, viel schneller am Drehen. Das haben wir jetzt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Oder ihr habt vielleicht drauf geachtet, sonst könnt ihr kurz zurückspulen. Aber wir sollten uns noch öfter drehen. Und ich spule vor zu unserem Zündungsmoment. Und dieses Video geht schon unendlich lange. Falls euch es stört, dass ein Video mal eben eine Stunde dauert, schreibt es mir in die Kommentare, dann splitte ich das die nächsten Male in 2 30 Minuten oder vielleicht sogar 3 20 Minuten Videos auf. Aber hieran seht ihr dann auch, warum ich meinen ein Video pro 2 Tage Limit nicht mehr schaffe. Einfach weil die ganzen Missionen jetzt viel, viel länger werden und ich glaube auch ein bisschen anspruchsvollere Dinge zu erklären habe. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was euch lieber ist. Lange Episoden, die ihr dann entweder am Stück gucken könnt oder eben 3 4 Mal einschalten, um es durchzugucken. Oder lieber mehrere kleine Episoden, weil ihr euch sagt, nee, ich will schon lieber an einem Tag eine Episode gucken können. Und ja, da richte ich mich dann ganz nach euch. Ich glaube, für YouTuber an sich wäre es besser, wenn ich kleine Videos mache, aber ganz ehrlich, mir ist egal, wie gut der Algorithmus mich findet. Ich mache das hier, weil ich daran Spaß habe und weil ich hoffe, euch was beibringen zu können. So, wir sollten in einem Orbit sein, der passt. Das ist präzise genug für mich. Und jetzt spulen wir uns vor, bis wir kurz davor sind. Und dann wird es nämlich interessant. Wir machen unseren Umstieg in unser Lander. Na, machen wir es mal lieber hier hinten. Und das wird der spaßigste Teil der ganzen Mission. Also für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Es hat sich hoffentlich gelohnt, denn jetzt wird es ein bisschen, ja, aufregender.
Denn so eine Mission habe ich selbst in KSP 2 noch nie geflogen. Und ich liebe es auch einfach zu sehen, wie sie dann aus der Ladeluke jeder der Länder hoffentlich gleich befreit. Ich habe leider noch keinen Monotreibstoff, den ich nutzen konnte. Wofür das wichtig ist, um RFS nutzen zu können, oder auf Englisch RCS, die Reaktion, das Reaktionsführungssystem. Das werden wir dann, wenn wir es erstmal doggen auf jeden Fall, docken, das erste Mal uns angucken. Und dort haben wir ihn befreit. Ich werde jetzt mit Tim C. Kerman aussteigen, loslassen, Jetpack an und dann einfach zu diesem Sitz fliegen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich, ja, ich konnte da kurz einsteigen. Ich bin eingestiegen, sehr, sehr gut. Und jetzt möchte ich auf den Decoupler gehen. Das ist der Spark, auf den Decoupler und den aktivieren. Nicht den Spark. Wo ist denn jetzt der TD12? Das ist er doch. So, entkoppeln. Zack. Völlig losgelöst. Und jetzt drücke ich die Backspace-Taste und wechsle damit zu meinem Raumschiff. Und wenn jetzt alles gut gegangen ist, kann ich es auch bewegen. Und wir können es bewegen. Ist das nicht wunderschön? Tim C. Kerman. Der erste Kerman. Der Körbel, der auf einem Freiluftländer landen wird. So, aber egal, genug und dieses wunderschöne Ding anguckt. Ich werde jetzt die Solarmodule ausfahren. Und die Landebeine. Und damit ist alles ready, um auf Windmills zu landen. Wir haben 1000 irgendwas Delta V, das ist mehr als genug. Ich schalte jetzt hier auf Oberfläche um, gehe in rückwärts oder rückläufig, gucke uns an, wo wir sind und mache mir ein kleines Manöver, um dann eben dort zu landen, wo wir hinwollen. Das ist noch nicht so präzise, wie ich es gerne hätte. Ja, ich glaube, da können wir mit leben. Ich habe den Engine hier, glaube ich, noch auf 50% begrenzt. Ja, ich könnte jetzt auf 100% schrauben, aber das brauchen wir nicht. Der ist sowieso schon überdimensioniert und ich muss sagen, ich könnte ihn wahrscheinlich noch runterschrauben. Das machen wir, nachdem wir dieses Manöver ausgeführt haben. Weil ihr werdet gleich sehen, Minmus hat wirklich eine unglaublich geringe Gravitation. Und da kann es sehr schnell passieren, dass man mit einem zu starken Engine einfach wieder nach oben fliegt. Und das möchten wir möglichst vermeiden. 10 Sekunden bis zum Start. Aber ich muss erst noch die Space-Taste drücken. Ich habe den Engine noch nicht gestartet gehabt. Das sollte natürlich nicht passieren. Ich gucke mal, ob das jetzt einigermaßen funktioniert hat, so wie wir uns das vorgestellt haben. Nö, überhaupt nicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Orbit gehen und in Richtung Normal war das denn, glaube ich. Ich muss mal kurz hier drauf gucken. Normal, ja. Das kann ich jetzt auch per Hand machen. Ich brauche also dieses Manöver für nicht. Ich fliege einfach normal, verschiebe damit diesen Punkt in Richtung Ziel. Und dann sind wir auch schon da. Ich merke gerade, es wäre schlau gewesen, wenn die beiden hier, wenn ich hier die Inklination nicht noch hätte ändern müssen, weil jetzt wird es schwieriger, nachher das Teil wieder einzufangen. Wobei, das mache ich wahrscheinlich im nächsten Video. Das wird der Anfang des nächsten Videos, wie wir zurückkommen. Das ist ja schon fast so wie docken, nur halt nicht ganz, weil wir mit einem EVA umsteigen und nicht das Teil andocken werden. Aber ich rede schon wieder über Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Ich möchte Retrograde rückläufig, dann möchte ich vorspulen. Ich möchte erstmal noch Autosave, weil ich kenne mich, wenn ich vorspule, dann mache ich gerne zu viel. So, mal 10, na, machen wir mal 50, komm. Können es ja sonst nichts. So, und wenn wir direkt da drüber sind. Ich glaube dann. Wieso habe ich keine Kontrolle? Weil ich vorspule. Sehr gut. Ich möchte mich sozusagen auf dieser Linie befinden. Und dann nur die gesamte vertikale Energie rausnehmen. Ich muss wirklich mal mir vorher angucken, was jetzt was war. Die Parallelgeschwindigkeit zur Oberfläche. das ist mir schon viel zu oft passiert. Nachher glaubt mir keiner mehr, dass ich tatsächlich schlau bin.
So, wir bremsen. Und wir sehen das Monument im hellsten Tageslicht. Das haben wir super hingekriegt. So, ich würde sagen, das müsste schon reichen. Wenn wir uns jetzt mal dem... Naja, passt fast perfekt. Jetzt bremsen wir auch mal ein bisschen in die Richtung ab. Und jetzt fliege ich tatsächlich mal ein bisschen Pi mal Auge. Ich glaube, ich schraube den doch noch mal ein bisschen höher. So, jetzt sollten wir nach und nach dort ankommen, wo wir hinwollen. Ich hoffe, das ist eine gerade Fläche, auf der wir landen. Aber sicher bin ich mir da nicht. So, ich gucke von genau oben runter, um zu sehen, wann ich anhalten möchte. Und das ist ziemlich genau jetzt der Fall. Ja, ich habe schon fast meine komplette Fallenergie, horizontale Energie, verloren. Deswegen gehen wir jetzt in der Luft und ich spule mal ein bisschen vor, weil das dauert ja doch noch ein bisschen zu lange. Das sind noch 600 Meter über dem Boden. Ich fahre mal die Solarpanel ein, einfach nur aus Sicherheit. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber im realen Leben wird man nicht mit ausgefahrenen Solarsegeln irgendwo landen. Im realen Leben hat man auch meistens die Solarsegel irgendwo dran, nachdem es gelandet ist, und fährt sie dann erst aus. Ah, falsche Taste. Scheiße. Ich habe C anstatt X gedrückt. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis Minmis uns nach unten zieht. Das dauert. Wie gesagt, die Anziehungskraft ist nicht so hoch. Und dafür können wir uns jetzt hier dieses Monument angucken. Ist das nicht wunderschön? Irgendeine andere Alien-Spezies, die aussieht wie Kerbel. Scheint hier schon mal gewesen zu sein. So, wir sind gelandet auf Minmis. Natürlich direkt im Schatten, das musste ja so sein. Kann ich irgendwas machen, was hier am Boden gemacht werden muss? Und dann muss ich noch aussteigen, mir eine Bodenprobe holen. Und natürlich eine Flagge setzen. Und ich glaube, die Mission haben wir wahrscheinlich auch geschafft. Finde die Quelle des geheimnisvollen Missionen. Ja, genau. Des geheimnisvollen Signals. Und wir steigen aus. Machen das Jetpack an. Und ich würde sagen, wenn es geht, würde ich gerne aus der Hand dieser Statue eine Gesteinsprobe nehmen. Minmis hat wirklich sehr wenig Anziehungskraft, wie ihr seht. Es ist sehr einfach zu überschießen. So, ist das hier möglich, eine Gesteinsprobe zu nehmen? Ja! Tim nimmt eine Gesteinsprobe aus der Hand dieses Monuments. Und ja, ich würde sagen, die Flagge stellen wir einfach da unten ab. Ich werde jetzt nicht extra noch hochspringen. Nicht, dass wir noch mehr Energie nach oben haben, die wir erstmal wieder verlieren müssen. Ich werde hier jetzt gleich die Flagge hinstellen. Ich booste jetzt sogar nach unten, damit wir schneller ankommen. Das ist Minmis. Alles dauert hier etwas länger. Jetzt noch eine Flagge aufstellen. Das ist Tims. Nee, das hier ist Minmis Monument. Und das ist Tims erster Flug. Okay. Lassen wir ihn die hinsetzen. Und ich würde sagen, mit diesen schönen Bildern beende ich diese Folge, die jetzt wirklich lang genug dauern sollte. Und dann sehen wir uns. Oh, ich wollte das nicht mehr anhaben. Ich wollte, dass Tim mich anguckt. So. Und dann sehen wir uns und Tim in der nächsten Episode, wenn es heißt, wie komme ich eigentlich zurück zu meinem Raumschiff, das mich zurück zu Kerbin bringt. Ich würde sagen, schalte wieder ein. Bis dahin, euer Mische.